Hallo, darf ich unsere Aufstellung? Unser Projekt handelt von Wasser, Pakistan und Lichtvergesser. Wir haben ein Plakat gemacht und ein Mensch braucht sehr viel Wasser und Tau. Wir haben ein Plakat gemacht, in armen Ländern ist wenig Wasser, in Deutschland haben wir viel Wasser. Wir haben ein Plakat gemacht, durch das Klärwerk haben wir sauberes Wasser. Wir haben ein Plakat gemacht, in ihren Früchten ist Wasser. Ich habe ein Plakat gemacht, im Toten Meer ist viel Salzwasser. Wir haben ein Plakat gemacht. Das Wasser steigt in die Luft und bildet Wolken. Daraus fängt es dann an zu regnen. Ein Teil des Wassers versickert im Boden und bildet das Grundwasser. Das ist eine Frau aus Pakistan. Sie hat eine andere Hautfarbe als wir. In Pakistan leben viele Muslime. In Pakistan gibt es viel dreckiges Wasser. Die Menschen werden krank. In Pakistan holen die Frauen das Wasser. Boah, ist das schwer. Das Nicht-Vergesser-Projekt bedeutet, dass wir die Leute von Pakistan nicht mehr vergessen wollen. Und genau deswegen helfen wir mit Pfandflaschen, denen aus Pakistan mit Geld zu helfen. Wir brauchen 500 Euro, dass wir einen Brunnen in Pakistan bauen können. Und dafür sammeln wir Pfandflaschen. Ich bin ein Nichtvergesser. Guck mal! Du bist super! Voll! Immer weiter. Wir haben es geschafft. Die ganzen Schüler der FCS Grundschule haben 622 Euro und 33 Cent gesammelt für den Brunnen in Pakistan.